Willkommen zu No Man's Sky. Ich habe ja für den Minenlaser das Technologiemodul gesucht. Da habe ich mir jetzt zwei besorgt. Und zwar kann man die ganz einfach kaufen. Einfach hier zum Shop gehen. Galaktische Handelsnetzwerk und hier haben wir das Technologiemodul. 57.544 Units kostet das. Es ist nicht billig, aber ja, was soll man machen? Ein Kohlenstoff. Nanora brauche ich und ein hermetisches Siegel brauche ich. So, dann können wir den hier auch gleich mal aufladen. Noch immer ziemlich voll, aber ich habe mal das, was ich brauche. Und ich muss mit Aliens sprechen. Soll ich das machen, um zu testen, ob das wirklich Aliens oder Spezies sind, was ich hier brauche. Aber es sind einfach nur Aliens. Mit den zwei habe ich schon gesprochen. Die geben mir jetzt also nichts. Da habe ich auch nichts. Ah, okay. Habe ich mit den zwei hier gesprochen. Ich werde das jetzt relativ schnell durchklicken. Denn wenn es das Nachbild abklingt, macht die Entität klar, dass sie bereit ist, mit mir zu kommunizieren. Ja, dann waschen wir mal. Ah, Korpaxgehäuse. Aha, ah, da ist es. Eine wertvolle Rarität. Die metallische Hülle einer toten elektronischen Lebensform, die zu weit von ihrer Art entfernt war, um von einem neuen Wesen in Besitz genommen zu werden, erzielt bei allen Spezies, vor allem den Korvax, einen hohen Preis. Ah, okay. Ich gehe lieber, ja, mit dem habe ich gesprochen. Ich glaube, mit dem hier auch. Ah. Wie ziehen wir Hilfe an? Der Korax protestiert, das verbundene Bewusstsein der Konvergenz ist eine Sache, doch ich habe zwei Hände und zwei Augen zu viel für ihn. Ich gebe mich dem Scan hin. Der Korb scheint mich nur halb zu beachten. Ich sehe ein paar kleine Kabel an seiner Hülle und höre ein schwaches Summen. Machen wir wieder einen Tauschhandel. Okay. Ich denke, die hier zählen nicht, oder?
Ist hier drin jemand? Nein. So, ich suche hier jetzt einen Vorplatz. Eine elektronische Lebensform. Ich weiß nicht, ob das ein Kovac ist. Was ist das jetzt eigentlich? Verbrauchst du zum Handeln. Diese Gerätschaft wird von den Kovacs benutzt, um historische und kulturelle Informationen zu speichern. Tausend, wenn die mir hier bieten. Was würde ich die Galaxie Hallo bekommen dafür? Ja, das ist ja okay. Dann verkaufe ich das jetzt dann einfach mal hier. Was ist das denn? Ein Shuttle, okay. Ich könnte es sogar eintauschen. Gut, wie sieht das aus? Habe ich denn genug für einen Hyperantrieb? Ja. Dann ich denke, wir müssen in die andere Galaxie zurück. Gehen wir da mal hin. Denn ich muss noch mit 15 Aliens sprechen. Schlacht entdeckt. Machen wir mal mit. Oh.
hat mich nicht noch. Aber ich stehe noch ziemlich gut da. Eins müsste es noch geben. Nein, okay, das war das letzte. Notfallkommunikation. Die Lebensform, bei der es sich um den Kapitän des Frachters handeln muss, scheint sichtlich erleichtert. Mit Handzeichen heißt sie nicht an Bord willkommen. Ja, da fliegen wir natürlich hin. Haben wir mal einen Frachter beschützt. Den will ich zuerst mit dir hier. Okay, kann ich nicht. Lichter flackern schnell über das Visier der Lebensform und sie nickt fast unmerklich nach vorne. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wollte er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Okay. Der Kapitän sieht mich erfreut, beinahe erleichtert an. Vielleicht war die Last des Kommandos zu viel für ihn geworden. Das Schiff und seine Crew stehen nun zu meiner Verfügung, ebenso wie das Kommando über die Unterstützungsfregatte des Frachters. Okay. Frachter bieten zusätzlich den Inventarplatz. Im Hangar des Frachters können zusätzliche Raumschiffe andocken. Deine Flotte kannst du über das Flottenverwaltungsterminal inspizieren. Erfahre etwas über die derzeitige Spezialisierung deiner Flotte. Der Korax ist erfreut, rufend für den reisenden Kapitän kalkulieren zu dürfen. Die Flotte benötigt jedoch einen Flottenkommandoraum, bevor sie auslaufen kann. Meine Karte Nen hat eine Expedition für meine Flotte vorbereitet, aber meinem Frachter fehlt der nötige Flottenkommando, um während der Reise mit der Flotte zu kommunizieren. Okay. Kapitän. Frachter. Also, die Options geht wieder raus.
Frage der Ehre. Erlung für die Kranken. Blutvertretender Krieg. Plumpe Warnungen. Okay. Ich konnte wohl eine rapide eskalierende Lage beruhigen. Er war versehentlich an der Abernte eines Formers beteiligt, der einem lokalen Verbrecherboss gehört. Es kam zu Vergeltungsmaßnahmen, die wiederum Vergeltungsmaßnahmen nach sich zogen, und die Lage kann jetzt nur noch durch die Anwendung extremer Gewalt beruhigt werden, die sich im Idealfall nicht gegen den Kunden richten sollte. Nein, ich würde keine solchen Piraten jagen. Soll ich mit ihm nochmal sprechen? Ja, ich brauche einen Flottenkommandeur. Das ist mir jetzt klar. Oh, ein Basis mit einem Frachter. Ah, okay. Hier anscheinend nicht. Ich wundere mich immer noch, dass ich einfach so eine Frachter bekomme. Und Mikroprozessoren. Okay. Frachterkomponenten. Technologie, Dekoration. Okay. Nichts davon bauen. So, baue einen Flottenkommandoraum. Flottenkommandoraum brauche ich Gold und Silber. Okay. 40 Gold und 100 Silber. Ja, wann sind 40 Gold und 100 Silber? 120 Silber, 40 Gold. Das werde ich mir jetzt auch mit Sand farmen. Letztes Mal schon so viele Planeten hier. So, ich muss jetzt. Ich habe so gut wie gar keinen Platz mehr. Okay. Ah, ich kann jetzt ein Frachter Sachen laden. Das werde ich auch machen. Mit dem einen oder anderen.
ist das hier? Einfach nur Mühle, okay. Ich will gar kein Platin. Ein wenig schade, dass man nicht vorher erkennt, ob die schon, was das Ganze hier ist. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Silberbrocken. Vielleicht gibt er uns schon genug. Sieht ziemlich gut aus. So, wie sieht es denn aus? 120 Silber, 40 Gold. Zurück zu unserem Schlachter. Da bin ich anscheinend zu schnell dran vorbei. Hier bauen wir das ist den Flottenkommandoraum. Können wir hier überall, so gut wie überall bauen. Kommandoposten auf neu, Hauptsignal kalibriert, geschafft. Hauptprofil zeigt ein verfügbare Unterstützungsfregatte. Profil zeigt, dass keine Fregatentreibstoffprobleme verfügbar sind. Herunterladen? Ja. Ein kleines Fass mit Fregatentreibstoff. Dieses dickflüssige Gel ist bei Berührung hochgiftig. Ein raffinierter Treibstoff, der die interstellaren Motoren großer Handelsschiffe antreibt.
Okay. Produkt herstellen. Da fehlt mir die Wasserstoff für 200 Tonnen. Und ich brauche 200 Tonnen. Okay. Ich werde das einfach mal übertragen hier. Sachen, die jetzt nicht so mega wichtig sind. Achso, ich habe hier sogar schon. Ich muss hier trotzdem noch aufräumen. Den kann auf jeden Fall in den Frachter. Mikroprozessoren kommen ins Raumschiff. Platz habe ich hier zwei. Gut, das bleibt einmal so. So, jetzt noch mal schicke eine Unterstützungsbrigade auf eine Expedition. Sprich mit dem Navigator. Ah, reißende Entität. Der Korax ist erfreut von einer aufregenden Navigationswissenschaft berichten zu können. Der Korax hat neue Expeditionen und wird eine Flotte geplant. Okay, ausgeglichene Expedition, Handelsexpedition, Entdeckungsreise. Also Kampf werde ich auf jeden Fall nicht machen. Wir werden uns um Handel kümmern. Wir haben auch eine Fregatte mit der Rolle Handel. Upgrade gibt es keine. Nötiger Treibstoff 50 Tonnen haben wir eigentlich auch. Expedition starten. Sprich mit dem Flottenkommandanten und stelle den Kontakt zum Flottenkommandoraum her. Vielleicht hätte ich den Raum auch noch näher hinbauen können. Zur Brücke. Flottenkommandant bereit. Kalibrieren mit Flottenkommandant Not von der DSE 8. Torheit von Etsuku. Zeig die Rüstreisende Entität. Die Expedition hat bereits 198 Lichtjahre abgedeckt und ich gehe davon aus, dass unsere geplante Route noch weitere 59 Minuten in Anspruch nehmen wird. Alles ist im normalen Bereich. Schiffsinspektion. Läuft in Echtzeit ab. Verfolge den Fortschritt im Flottenplan. Verfolge andere Projekte, während die Flotte fort ist. Nutze das Protokoll, um dir verfügbare Missionen anzusehen. Okay.
natürlich mal praktisch, dass wir nochmal 19 Plätze da sind. Und dass ich einfach so einen Frachter geschenkt bekomme. So, ist hier noch irgendetwas drinnen, was ich looten kann? Ah, ist das selber Raum, okay. Flottenkommandeur, ist mir klar, dass der noch da ist. Was will der denn? Okay, ich muss warten, bis die Expedition abgeschlossen ist. Das kriege ich hin. Aber ich werde nicht hier drin bleiben. Gut, aber das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.